Liebe Zuschauer, vertrauen Sie auf charttechnische Signale bei Ihren Investments? Aber manchmal wissen Sie doch nicht so richtig, wie gewisse Signale zu deuten sind und vor allem, welche Produkte Sie dann auswählen sollen. Da wollen wir Ihnen jetzt bei helfen. Bei Bonus-Discount und Co., dem Euwax-Forum der Experten, wollen wir eben auf die Charttechnik schauen und welche Produkte dann dazu passen könnten. Und bei mir im Studio zwei Gäste, Ingmar Königshofen von Börse Daily. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und Nikolai Tietze von Deutsche Bank X Markets. Ihnen natürlich auch hallo und herzlich willkommen. Hallo, Frau Kösser. Ja, das Jahr ist ja für, kann man sagen, den deutschen Aktienmarkt schon gut gestartet. Aber so ein bisschen kommt jetzt die Verschnaufpause vielleicht dann doch. Oder geht es halt eben weiter optimistisch? Das ist eben die große Frage, die man sich beim DAX stellt. Und wir wollen da doch gleich mal beginnen mit und schauen, wie es eben denn jetzt im DAX weitergeht, Herr Königshofen. Genau, wie wir ja schon letzte Woche gesagt haben, im Endeffekt sieht man hier wunderbar im Chart, dass der langfristige Aufwärtstrend, wie auch der mittelfristige Aufwärtstrend, und natürlich auch der kurzfristige Aufwärtstrend, dass weiterhin alle intakt sind. Allerdings, wie Sie schon richtig sagen, in letzter Zeit konsolidiert der Markt auf hohem Niveau. Wir sehen im Endeffekt zwischen ca. 7.600 und 7.800 auf der Oberseite eine Seitwärtsrange. Und hier kam es noch nicht zum Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht noch in dieser Seitwärtsrange ein paar Tage verharren, dann aber nach oben ausbrechen, weil eben die Aufwärtstrends doch alle nach oben zeigen. Und solange eben diese nicht gebrochen sind nach unten, würde ich eher die Long-Seite präferieren weiterhin. Ein paar Tage heißt eben dann doch kurzfristig Seitwärtsrange. Herr Tietze, Sie würden sich vom Zertifikatemarkt her sicherlich vielleicht eine längere Seitwärtsrange wünschen, denn für Zertifikate ist das ja positiv. Aber die Frage natürlich jetzt bei diesem Szenario, bei diesen charttechnischen Signalen, was sollte ich als Zertifikateanleger da tun? Ja, Frau Kösser, Sie haben recht, Seitwärtsphasen sind ideal für Zertifikate. Allerdings fehlt so ein bisschen die Volatilität bei dem Ganzen. Und wenn man sich den VDAX New anguckt, also die implizite Schwankungsbreite im DAX, da ist man auf einem historischen niedrigen Stand von unter 14 zurzeit. Und das macht einige Zertifikate nicht besonders attraktiv. Umso besser allerdings für klassische Optionsscheine, denn die sind jetzt ganz schön günstig, muss man sagen, also optisch günstig zumindest. Und hier könnte man sich jetzt den einen oder anderen Call, beziehungsweise wenn man daran denkt, dass diese Seitwärtsrange auch mal nach unten verlassen werden konnte, könnte man sich durchaus auch Puts anschauen. In deinen Optionsschein, den haben wir gerade eingeblendet. Das ist eine Möglichkeit, wie man diese Seitwärtsrange eben nutzen kann. Vielleicht können Sie gerade da noch mal sagen, wie so ein Inline-Optionsschein aufgebaut ist. Ja, das ist ein exemplarischer Inline-Optionsschein. Das heißt, ich habe hier eine untere Barriere, in diesem Fall von 6.400 Punkten, also nahezu 20% weg. Und eine obere Barriere von 9.200 Punkten, das haben wir im DAX noch nie gesehen, auch nahezu 20% weit weg. Und eine Laufzeit von noch 5 Monaten. Und hier ist es so, sollten diese Barrieren nicht berührt oder unterschritten bzw. überschritten werden, bekommt der Anleger 10 Euro ausbezahlt. Das ist der fixe Betrag. Sollte allerdings eine Barriere berührt werden, bekommt der Anleger das Zertifikat ausgebucht, also den Optionsschein, und erleidet einen Totalverlust. Das muss man fairerweise dazu sagen. Allerdings sehen die Seitwärtsrenditen hier noch sehr, sehr schön aus, nämlich mit 25% PA für Barrieren, die 20% weit weg sind. Das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Das heißt, was muss ich jetzt dafür bezahlen, wenn man das mal zurückrechnet? Ja, ungefähr 8,90 Euro zum aktuellen Stand. Das wäre jetzt halt eben dann der Einstiegskurs. Und die Frage, wenn ich die Barriere jetzt weiter oder enger wählen würde, dann, was würde dann passieren? Gibt es die Möglichkeit? Ja, die Möglichkeiten gibt es, sie werden auch von uns angeboten. Das ist natürlich dann eine risikoreichere Variante, die dann dementsprechend günstiger ist und somit höhere Seitwärtsrenditen verspricht. Wir wollen noch mal kurz Fazit auf den DAX blicken, was wir jetzt von der Charttechnik eben gesehen haben. Das gucken wir uns gerade noch mal an. Mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend intakt, hat Herr Königshofen gesagt. Die Seitwärtsrange für ein paar Tage hatten Sie erwähnt. Keinen Ausbruch auf Tagesschluss. Starke Unterstützung liegt bei 7.500, 7.600 Punkten. Und das Kursziel 8.100, 8.200 Punkte. Die Seitwärtsrange 7.600 bis 7.800 noch zu erwähnen. Dann wollen wir uns einen weiteren Wert angucken, nämlich die Deutsche Post. Herr Königshofen, die haben im Grunde ihr Ziel, haben Sie gesagt, schon erreicht für 2012, also im Januar schon Wasserstandsmeldung gegeben und gesagt, wir sind auf jeden Fall im Kurs, und da ist noch mehr drin, oder? Wie schaut es beim Kurs aus? Also charttechnisch sieht es wirklich sehr gut aus, muss man sagen.
Man sieht hier, dass der langfristige Aufwärtstrend oder mittel- bis langfristige Aufwärtstrend voll intakt ist. Und wir sehen, dass der wichtige Widerstand bei ca. 16 Euro zuletzt überschritten wurde, haben zudem noch eine Unterstützung bei 14,70 Euro in etwa. Das ist ungefähr hier der Fall. Und man muss sagen, die Aktie, wie gesagt, ist voll im Aufwärtstrend. Ich würde jetzt hier warten, ob die Aktie noch mal an die 16 Euro heranläuft. Das heißt, eben in diesem Bereich. Und sollte diese 16 Euro von oben getestet werden und damit die Unterstützung dann bestätigt werden, dann würde es eben ein neues Kaufsignal geben. Und dann würde ich eben dort ein Abstauberlimit setzen, zum Beispiel bei 16,20 Euro in etwa. Und dann eben versuchen, noch in die Aktie reinzukommen und dann diesen Aufwärtstrend eben mitzunehmen. Welches Kursziel haben Sie bei der Aktie? Zunächst erstmal 19 Euro in etwa würde ich da mal anpeilen. 19 Euro, also da ist auf jeden Fall noch Luft drin. Da wollen wir uns mal gerade dann das Fazit gerade noch mal durchschauen oder gerade noch mal anschauen auf der Tafel. Mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend intakt, sagt Herr Königshofen. Wichtige Unterstützung bei 14,70 Euro und 16 Euro. Abstauberlimit bei ca. 16,20 Euro und das Kursziel eben, haben wir eben gesagt, bei 19 Euro. Ja, Herr Tietze, wie schaut es denn aus? Ist das eher was für risikofreudige Anleger oder ist das auch eher was für den Konservativen? Ja, also wenn ich jetzt die Aktie mir anschaue, dann ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 17,70 Euro circa. Da ist jetzt noch ein bisschen Luft drin. Wenn ich jetzt bei 16,20 Euro die Aktien kaufen würde, dann wäre da auch noch mehr Luft drin. Die Dividendenrendite liegt zurzeit bei 4%. Also es sieht alles ganz gut aus. Das Weihnachtsgeschäft war wohl auch sehr, sehr gut. Die meisten bestellen mittlerweile im Internet. Also von daher ist diese Aktie durchaus kaufbar. Für den Charttechniker jetzt fundamental, ja, ist man jetzt schon relativ weit oben, muss man sagen. Für Zertifikateanleger bieten sich jetzt hier, gerade wenn man das Kursziel von Herrn Königshofen sich ansieht, natürlich klassische Optionsscheine an. Denn auch hier ist die Volatilität in der Post sehr, sehr niedrig mit 20 und das macht diese Optionsscheine sehr, sehr günstig, wie wir gleich sehen werden. Wir wollen uns da zwei Varianten angucken. Zum einen natürlich den Call, also wenn ich eben dieses Aufwärtsszenario abbilden möchte, wie kann ich das am besten tun? Ja, das machen Sie am besten natürlich mit klassischen Optionsscheinen, mit Calls, die so ein bisschen vielleicht out of the money sind, damit sie ein bisschen Pep haben. Sie sehen recht günstig aus. Wir haben auch noch die Put-Variante mit 15 Euro als Basispreis. Das heißt, wenn diese Unterstützung gerissen wird, kann es durchaus sein, dass wir dann noch mal auf die alten Niveaus zurückfallen könnten. Und einige Anleger werden sich jetzt vielleicht gleich fragen, okay, warum sind die Puts natürlich optisch teurer als die Calls? Das liegt einfach daran, dass wir natürlich auch noch ein bzw. zwei Dividendentermine haben. Also 70 Cent zahlt die Deutsche Post zum Beispiel in diesem Jahr wohl. Und das spricht dann natürlich. Was passiert genau bei diesen Dividendenterminen? Vielleicht noch mal kurz erwähnt dann. Ja gut, wenn die Deutsche Post 70 Cent Dividende zahlt, ist am nächsten Morgen der theoretische Wert der Aktie 70 Cent tiefer. Für den Put und den Call ist das schon eingepreist. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber okay, ich wäre dann natürlich näher am Basispreis. Okay, also das sind die Varianten, die ich halt eben, wenn ich dann aber auch ein risikofreudigerer Anleger bin, auf jeden Fall hier wählen kann. Und wir wollen uns noch einen weiteren Titel anschauen. Wie sagt man immer so schön, totgesagte Leben länger. Den Nokia sicherlich schon einige Male auf jeden Fall auf dem Abschusszettel gewesen. Aber, Herr Königshofen, wie schaut es denn charttechnisch hier bei der Nokia aus? Also zunächst einmal genau, wie Sie richtig sagen, das ist natürlich ein phänomenaler Anstieg gewesen. Seit Mitte letzten Jahres schon über 100% ungefähr angestiegen, die Aktie. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir weiter in einen Abwärtsmodus sehen, der natürlich schon längerfristig intakt ist. Was wir aktuell sehen, ist, dass die Aktie eben an einen wichtigen Widerstand herangelaufen ist. Der liegt bei 3,50 Euro und wir haben eine wichtige Unterstützung bei 2,80 Euro. Das heißt, bevor ich jetzt hier neue Engagements eingehen würde, würde ich eben warten, dass wir ausbrechen nach oben, also über die 3,50 Euro. Sollte das also stattfinden, würde ich einen Stopp beisetzen, knapp darüber. Und wenn das passiert, dann wäre eben mein nächstes Kursziel bei ca. 4,15 Euro. Wie gesagt, allerdings würde ich erstmal abwarten, wie sich es weiter verhält, weil es hier auch jetzt tendenziell vielleicht erstmal weiter seitwärts läuft, weil die Aktie, wie gesagt, schon deutlich zugelegt hat in den letzten Monaten. Also da muss man doch eher etwas vorsichtiger sein. Gucken wir uns im Fazit noch mal kurz an. Langfristig im Abwärtsmodus, nicht der Aufwärtstrend hier. Die Unterstützung bei 2,80 Euro, hatten Sie gesagt. Widerstand bei 3,50 Euro und ein Kursziel. Das hatten Sie noch nicht gesagt. 4,15 Euro hatten Sie gesagt, genau richtig. 4,15 Euro. Hier, Herr Tietze, ist natürlich dann die Frage, lieber etwas vorsichtiger agieren. Ist die Volatilität in der Aktie definitiv dann auch höher?
Ja, in der Tat, die Volatilität ist sehr, sehr hoch mit einer der einzigen Aktien, die noch so eine Volatilität hat. Und deswegen würde ich in diesem Fall, wenn man vom Ausbruch ausgeht, auch nicht klassische Optionsscheine empfehlen, sondern hier eher Knockouts. Zum Beispiel ein Knockout mit Stop-Loss vorgebaut, also ein Wave XXL, der einen Stop-Loss auf der Unterstützung hat bei 2,80 Euro. Das wäre zum Beispiel ein ideales Instrument, um die Strategie von Herrn Königshofen fortzuführen. Oder aber, muss man auch ganz ehrlich sagen, bei so einer hohen Volatilität, das macht natürlich Discount-Zertifikate sehr, sehr attraktiv. Und hier haben wir auch ein Beispiel rausgesucht, zum Beispiel mit einem Cap, also mit einem Höchstbetrag bei 2,80 Euro, also auf der Unterstützungslinie und einer Laufzeit auch nur von 5 Monaten, ist immer noch eine Seitwärtsrendite von 7% absolut, also 16 PA drinne. Und das, obwohl man die Aktie eigentlich dann zu 2,62 Euro kaufen würde. Aber welches große Risiko gehe ich dabei dann ein? Bei Discount-Zertifikaten haben Sie eigentlich folgendes Risiko. Sie kaufen das Zertifikat zu 2,62 Euro. Sollte am Ende der Laufzeit die Aktie über dem Höchstbetrag von 2,80 Euro liegen, kriegen Sie die 2,80 Euro ausbezahlt. Sollte sie da drunter liegen, bekommen Sie die Aktie in Ihr Depot gebucht. Sprich, erst wenn die Aktie am Laufzeitende unter 2,62 Euro Ihrem theoretischen Einstieg notiert, haben Sie einen Verlust erlitten. Charttechnischer Stopp vielleicht ganz kurz noch. Würde ich dann, wenn ich eben Stopp beisetze, bei sagen wir mal ca. 3,55 Euro, 3,60 Euro, dann würde ich den Stopp knapp unter diesem Ausbruchspunkt, also knapp unter 3,50 Euro dann setzen. Dann haben wir 3 Aktien bzw. einmal den DAX und 2 Aktien hier einmal besprochen. Sie können sich, liebe Zuschauer, natürlich auch wünschen. Erstmal vielen Dank, meine Herren. Schön, dass Sie hier im Studio waren zu den Ausführungen. Und Sie können sich natürlich auch eine Aktie oder einen Wert wünschen, den wir hier analysieren sollen, wenn Sie halt eben Signale erkennen möchten und darauf Produkte dann eben initiieren bzw. nicht initiieren, aber investieren möchten in gewisse Produkte. Dann können Sie das tun. tvzertifikate@drf.fm. Da können Sie Ihre Wünsche hinschicken. Ich sage danke, dass Sie wieder dabei waren bei Bonus-Discount und Co. Hoffe, Sie zur nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu können. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.